Im Januar 1984 wurde durch die Hauptabteilung 2, die im operativen Vorgang Revisor, wegen Verdachts der ungesetzlichen Verbindungsaufnahme, § 219 Strafgesetzbuch, operativ bearbeitete Personen festgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Videodokumentation soll das prinzipielle Vorgehen und bestimmte Etappen der Vorgangsbearbeitung vom Ersthinweis über die Erarbeitung inoffizieller Beweise bis zur Festnahme veranschaulichen und die vorbeugende Verhinderung eines beträchtlichen politischen Schadens für die DDR verdeutlichen. Die operative Bearbeitung dieses DDR-Bürgers wurde aufgrund eines Hinweises des IMB Roland vom März 1983 aufgenommen. Beim Treff am 7.3.1983 berichtete der IMB, dass er auftragsgemäß am 4.3.1983 das Büro der ARD in Berlin, Schadowstraße 4, aufsuchte und mit dem Korrespondenten Merseburger ein circa einstündiges Gespräch führte. Während dieser Unterhaltung wurde er Zeuge eines Anrufes im ARD-Büro. Im IM-Bericht heißt es dazu: Als ich mich erneut am 4.3.1983 von ca. 14 bis 15 Uhr im Büro des Merseburger aufhielt, rief dort gegen 14.15 Uhr eine männliche Person an. Ich konnte den Fragen und Antworten des Merseburger entnehmen, dass sich der Anrufer mit dem Namen oder ähnlich vorstellte und angab, im Kombinat Autotrans Berlin-Lichtenberg tätig zu sein. Der Anrufer will zu einem mir nicht bekannt gewordenen Zeitpunkt das Büro aufsuchen. Da er sich nach den Öffnungszeiten erkundigte, nehme ich an, dass er nicht schon einmal dort war. Zum Anliegen selbst wurde mir nichts bekannt. Merseburger äußerte sich zum Gespräch in keiner Weise. In Auswertung dieses Treffs mit dem IMB Roland wurde entschieden, den Anrufer im Kombinat Autotrans Berlin konspirativ zu identifizieren, umgehend in allen Speichern zu überprüfen und nach Vorliegen erster Ermittlungsergebnisse Festlegungen über die weitere Bearbeitung des Ausgangshinweises zu treffen. In der Kaderabteilung des Kombinates Autotrans Berlin konspirativ geführte Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem gesuchten Anrufer mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt um den geboren, wohnhaft, tätig als Diplomwirtschaftler im Kombinat Autotrans Berlin, Betriebsteil Lichtenberg. Personen mit ähnlichen Namen waren weder zu diesem Zeitpunkt noch vorher in Lichtenberg bzw. anderen Betriebsteilen des Kombinates beschäftigt. Die Überprüfung in der Abteilung 12 ergab, dass noch nicht erfasst war. Durch weitere Überprüfungen in Speichern der Hauptabteilung 2 wurde festgestellt, dass im weiteren Revisor genannt am 16.12.1982 die ständige Vertretung der BRD in der DDR aufsuchte. Das abgebildete Foto zeigt ihm beim Betreten der Vertretung. Diesen Sachverhalt hatte die Hauptabteilung 212 der territorial zuständigen Diensteinheit der Abteilung 2 der BV Berlin mitgeteilt und Revisor in der VSH-Kartei erfasst. Durch die Abteilung 2 der BV Berlin waren zu diesem Hinweis zwischenzeitlich noch keine politisch-operativen Maßnahmen eingeleitet und durchgeführt worden. Aufgrund des Vorliegens der beiden Hinweise wurde durch die vorgangsführende Abteilung noch vor Einleitung erster Ermittlungen Revisor am 10.3.83 in der Abteilung 12 vorerst KK erfasst. Konspirativ geführte Ermittlungen ergaben unter anderem folgende Hinweise zur Person des Revisor. Nach Abschluss der Mittelschule erlernte er den Beruf eines Kaufmanns und war als solcher bis zum Jahre 1940 tätig. Er meldete sich freiwillig zur faschistischen Kriegsmarine, aus der er im Jahre 1944 mit dem Dienstgrad eines Obermats aus gesundheitlichen Gründen ausgemustert wurde. Im Jahre 1946 legte er an der Wirtschaftshochschule die Sonderreifeprüfung ab, absolvierte bis 1951 ein Studium an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät
der Humboldt-Universität mit dem Abschluss als Diplomwirtschaftler und war dort nachfolgend als Hochschuldozent tätig. Nach erfolgreicher Absolvierung eines Fernstudienlehrganges an der Parteihochschule der SED von 1951 bis 1954 arbeitete Revisor in der Folgezeit bis zum Jahre 1972 in verschiedenen Industriebetrieben der Hauptstadt der DDR in seinem Beruf als Diplomwirtschaftler. So unter anderem im VEB Turbinen und Generatoren, Institut für Regelungstechnik, VEB Kabelwerk Oberspree, VEB Industrierohrleitungsmontage Berlin und VEB Bärensiegel. Von 1972 bis 1980 stand er in keinem Arbeitsrechtsverhältnis und nahm am 17.01.1980 eine Tätigkeit als Tarifsachbearbeiter im VEB-Kombinat Autotrans Berlin auf. Im Zeitraum von 1950 bis 1962 war Revisor an der Erarbeitung und Herausgabe von Fachliteratur verwaltungstechnischen Inhalts beteiligt. In den Beurteilungen der Betriebe wurde Revisor anfangs mehr, später weniger, eine weitestgehende selbstständige Arbeit in guter Qualität bescheinigt. Er leistete ein großes Arbeitspensum und arbeitete sehr gründlich und beharrlich an der Lösung der ihm übertragenen Organisationsaufgaben. Durch die Ermittlungen wurde des Weiteren bekannt, dass Revisor von 1946 bis 1960 der SED angehörte. Nach seinen Angaben sei er 1960 von seiner damaligen Arbeitsstelle, der VVB Energiemaschinenbau, angeblich wegen kritischer Äußerungen zu Leitungs- und Organisationsmethoden aus der Partei ausgeschlossen worden. In den Beurteilungen waren aber auch solche Hinweise enthalten, dass er sehr verschlossen ist, keinen Kontakt zu den Mitarbeitern bekommt und dass er sich nicht in das Kollektiv einfügte. Die Ermittlungen ergaben unter anderem ferner, dass Revisor 1955 von seiner Ehefrau geschieden wurde und an der bereits genannten Adresse seit 1957 eine ausgebaute Mansardenwohnung in der 4. Etage bewohnt. Im Haus und im Wohngebiet unterhielt er keinerlei Kontakte und lebte völlig zurückgezogen allein in seiner Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt, April-Mai 1983, wurden keine Hinweise hinsichtlich der Motive des Revisor für das Aufsuchen der ständigen Vertretung der BRD und für die Kontaktaufnahme zum ARD-Büro erarbeitet. In den folgenden Wochen und Monaten ergaben weder die zielgerichtet zu seiner Person eingeleiteten allgemeinen Überprüfungs- und Kontrollmaßnahmen noch die anderweitigen spezifischen Maßnahmen Anhaltspunkte dafür, dass es sich um eine Verbindung zu bevorrechteten Personen und diplomatischen Vertretungen bzw. Korrespondenten und Büros von Publikationsorganen nicht sozialistischer oder operativ interessierender Staaten bemühte oder gar den Kontakt in irgendeiner Form zu diesen herstellte. Im Dezember 1983 wurde ein weiterer relevanter Hinweis zu Revisor durch einen erprobten und zuverlässigen inoffiziellen Mitarbeiter erarbeitet. Der IMB Klaus besaß zudem in der DDR akkreditierten Korrespondenten des Stern, Pragal, bereits aus jener Zeit einen guten Kontakt, als dieser von 1974 bis 1979 als Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in der DDR akkreditiert war. Am 8.12.1983 suchte der IMB den Pragal erneut in dessen Büro in der Leipziger Straße 65 auf. Aufgrund des großen Vertrauens, das Pragal zum IMB durch den langfristigen Charakter der Verbindung besaß, ließ er diesen zur Durcharbeitung von BRD-Zeitungen und anderen Materialien für ca. 30 Minuten allein in seinem Büro. Dabei konnte der IMB zu Absichten und zum feindlichen Vorgehen des Revisor eine Reihe wertvoller Informationen erarbeiten. Im IM-Bericht heißt es dazu: Zufällig fand ich einige handschriftliche Notizen, die Pragal angefertigt hatte. Da er mich in letzter Zeit des Öfteren zur Arbeitskräftesituation, angeblichen Arbeitslosigkeit in der DDR befragte, erregten die Aufzeichnungen mein Interesse. Es ging offensichtlich darum, dass ein Herrn oder ähnlich von Autotrans Berlin-Lichtenberg Kontakt zu Pragal aufgenommen hat und ihm gegenüber behauptet hatte,
dass er Arbeitslose kennen würde. Ihm selbst hätte man angeblich von 1972 bis 80 einen entsprechenden Arbeitsplatz verweigert. Deshalb hätte er Eingaben an staatliche Stellen, unter anderem auch an das oberste Gericht gemacht, die er Pragerl vorlegen könne. Jedenfalls habe ich diesen Schluss aus den Notizen gezogen. Zum anderen hatte sich Pragerl vermerkt, dass dieser DDR-Bürger Schriftstücke verfassen würde. Früher war es wohl Fachliteratur und heute mehr Gedichte und Geschichten, in denen anscheinend vom Verfasser zum Ausdruck gebracht wird, dass die Ideologie bei uns Schwindel sei und es keine Menschenrechte gebe. Dass der DDR-Bürger glaubt, sein Material in der DDR nicht veröffentlichen zu können. Dass er sich an Pragerl wendet, weil er von der ständigen Vertretung der BRD in der DDR und vom Korrespondenten der Süddeutschen Zeitung die Auskunft bekommen hatte, dass der Stern über einen eigenen Verlag verfügt und sich von Pragerl erhofft, dass er ihm bei der Vermittlung an den Verlag des Stern behilflich sein kann. Ich nehme an, dass Pragerl an dem Herrn oder ähnlich interessiert ist, denn aus den Notizen ging auch hervor, dass er sich selbst ein Bild von dem Material machen will und zu diesem Zweck oder ähnlich für den 7.01.1984 in seinem Büro erwartet. In Auswertung der Ergebnisse des Treffs mit dem IMB Klaus und durch die Analyse des bis zu diesem Zeitpunkt erarbeiteten operativen Materials wurde geschlussfolgert, dass er sich bei dem in den handschriftlichen Aufzeichnungen des Pragerl genannten oder ähnlich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den bereits bekannten Revisor und dass es sich bei dem Material des Revisor, welches er dem Pragerl übergeben will, vermutlich um die DDR diffamierende Machwerke handelt. Gelangen sie in die Hände des Feindes, führen sie vermutlich in den westlichen Medien zu einer umfangreichen Hetzkampagne gegen die DDR. Aus dieser Einschätzung ergab sich die zwingende Notwendigkeit, umgehend wirksame politisch-operative Maßnahmen zur Unterbindung der von Revisor geplanten Aktivitäten zu realisieren und eine Übergabe des Materials an Pragerl am 7.01.1984 zu verhindern. Zur Überprüfung der vorliegenden Hinweise und zur Realisierung der genannten Aufgabenstellung wurde festgelegt, die Wohnung des Revisor konspirativ zu durchsuchen und festzustellen, ob der von der vorgangsführenden Abteilung operativ bearbeitete Revisor mit dem identisch ist, der die Verbindung zum Sternkorrespondenten Pragerl aufnahm, ob Revisor Schriften, Manuskripte oder andere Materialien anfertigte, die geeignet sind, den Interessen der DDR zu schaden, und ob bzw. welche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er diese Materialien am 7.01.1984 an den Stern übergeben will. Nachdem Revisor einige Tage vor und nach der Arbeitszeit durch eigene Beobachtungskräfte unter Kontrolle gehalten worden war, erfolgte am 5.01.1984 die konspirative Wohnungsdurchsuchung. An diesem Tag verließ er wie gewöhnlich mit einer braunen Aktentasche um 6.28 Uhr das Wohnhaus, ging zügig durch die Wotanstraße in Richtung Gottlindestraße, überquerte diese und den Parkplatz hinter der Gaststätte zum Bauarbeiter, ging am Bauarbeiterhotel vorbei durch die Siegfriedstraße bis zu seiner Arbeitsstelle. Um 6.40 Uhr betrat Revisor den Neubau Herzberg Ecke Siegfriedstraße, in welchem sich das Kombinat Autotrans befindet. Die Beobachtungskräfte verblieben während der Zeit der konspirativen Wohnungsdurchsuchung vor dem Betrieb und sicherten ab, dass Revisor nicht unvorhergesehen unsere Maßnahme stören konnte. Nachdem die unmittelbar unter Revisor wohnenden Mieter ebenfalls um 7.11 Uhr bzw. 7.25 Uhr das Wohnhaus verlassen und ihre Arbeitsstellen aufgesucht hatten, wurde mit der konspirativen Wohnungsdurchsuchung begonnen. Drei operative Mitarbeiter, zwei davon in Uniform, realisierten unter der Legende Brandschutzkontrolle auf dem Dachboden die Vorsicherung. Nachdem sich die Sicherungskräfte überzeugt hatten,
das sich in den links und rechts neben der Mansardenwohnung des Revisor befindlichen Bodenräumen keine Personen aufhielten und aus seiner Wohnung keine Geräusche zu vernehmen waren, betraten die über Funk verständigten und für die konspirative Durchsuchung eingesetzten Kräfte das Wohnhaus. Der Spezialist öffnete mittels Nachschlüssel das Buntbartschloss um 9.10 Uhr. Da das obere Sicherheitsschloss nicht verschlossen war, verlief der Schließprozess schnell und ohne Komplikationen. Die Durchsuchungskräfte überzeugten sich, dass sich niemand in der Wohnung aufhielt und schlossen die Wohnung von innen ab. Die Sicherungskräfte verblieben auf ihren Posten außerhalb der Wohnung. Die Wohnung bestand aus zwei kleinen Räumen, Wohn- und Schlafzimmer, sowie aus Küche, Bad, Abstellkammer und Flur. Es war nicht zu übersehen, dass sie von einem Junggesellen bewohnt wurde. Ordnung und Sauberkeit ließen zu wünschen übrig. Die Mitarbeiter begannen mit der Durchsuchung des Wohnzimmers und fertigten, wie auch in den anderen Zimmern, zuerst Übersichtsaufnahmen mit einer Polaroid-Kamera. Auf dem Tisch im Wohnzimmer lagen unter anderem schriftliche Unterlagen, Kalender, Zettel mit handschriftlichen Aufzeichnungen, auch eine herausgerissene Seite aus einem Notizbuch mit dem handschriftlichen Vermerk: Sonnabend, 7. Januar 1984, 9.30 Uhr, Herr Pragal, Leipziger Straße 65, 11. Stock, Wohnung 4, Telefon 20810 12. Damit war inoffiziell bewiesen, dass zwischen Revisor und dem Sternkorrespondenten Kontakt bestand und eine konkrete Vereinbarung für den 7.01.1984 getroffen wurde. Auf dem Tisch lag des Weiteren eine Klemmmappe mit ca. 200 Blatt DIN A4 mit maschinenschriftlichen Gedichten unter dem Titel Allerlei Gereimtes, Teil 4, chronologisch geordnet von 1971 bis 1976. Entsprechend der Zielstellung der konspirativen Wohnungsdurchsuchung wurde das Vorgehen der die Durchsuchung durchführenden Mitarbeiter bestimmt. Aufgrund der vorliegenden Hinweise ging es, nachdem die Verbindung zum Sternkorrespondenten bereits inoffiziell bewiesen war, jetzt insbesondere darum, schriftliche Unterlagen zu sichern und beweiskräftig zu dokumentieren, deren Inhalt sich gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR richtete. Im Schrank auf dem Flur befanden sich unter anderem 5 Gedichtbände Allerlei Gereimtes, Teil 1 bis 3 und 5 bis 6 aus den Jahren 1966 bis 70 und 1976 bis 83. Ein Romanmanuskript Die Sommerferien, 292 Seiten. Ein Romanmanuskript Die Seemannskiste, Märchen und Kurzgeschichten, Teil 1 und 2, insgesamt 282 Seiten.
Ein Band mit Kurzgeschichten, 121 Seiten. Ein Manuskript eines utopischen Romanes, Hokulano, Teil 1 bis 3, aus den Jahren 1970 bis 1971 mit insgesamt 370 Seiten. Sowie diverse betriebliche und berufliche Unterlagen des Revisor. Soweit es die Zeit zuließ, ergab die stichprobenartige Durchsicht der von Revisor gefertigten Gedichte und Romane, dass sich ein großer Teil dieser Machwerke in offener oder versteckter Form gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR richtete. Im gleichen Schrank befand sich eine Reiseschreibmaschine vom Typ Erika. Von ihr wurde eine Schriftprobe entnommen, da sie vermutlich von Revisor zur Anfertigung der maschinenschriftlichen Aufzeichnungen benutzt wurde. Im Schlafzimmer wurde im linken Kleiderschrank eine braune Lederaktentasche vorgefunden, die unter anderem folgende Materialien enthielt: Eine Mappe mit Durchschlägen von Eingaben an den Staatsrat, die Volkskammer und das oberste Gericht der DDR. Drei Fachbücher aus den Jahren 1958 bis 1961, die Revisor geschrieben hatte bzw. an deren Erarbeitung er beteiligt war. Die anschließende konspirative Durchsuchung des Bades, der Küche und der kleinen Abstellkammer gab keine weiteren operativen Anhaltspunkte. Hinweise auf nachrichtendienstliche Hilfsmittel bzw. auf eine nachrichtendienstliche Tätigkeit konnten nicht erarbeitet werden. Große Teile der vorgefundenen hand- und maschinenschriftlichen Aufzeichnungen, insbesondere solche, die strafrechtlich relevante Hinweise beinhalten könnten, wurden mit dem sowjetischen Yale-Gerät in der Küche dokumentiert. So unter anderem der Zettel mit Namen und Anschrift des Sternkorrespondenten Bragal mit der vereinbarten Zusammenkunft, die Teile 4 und 6 der Mappen mit den Gedichten Allerlei Gereimtes von 1971 bis 1976 und 1983, sowie die Inhaltsverzeichnisse der anderen Bände. Aufzeichnungen mit Namen, Adressen und Telefonnummern, der Inhalt der Mappe mit den genannten Eingaben, sowie persönliche Dokumente wie Reisepass, Sparkassenbuch, Zeugnisse, SVK-Ausweis, um nur einige zu nennen. Des Weiteren wurden von dem im Kleiderschrank vorgefundenen Wohnungsschlüssel Abdrücke gefertigt.
Nachdem alle Räume, Schränke und Behältnisse einer eingehenden Kontrolle unterzogen waren, wurde die Wohnung des Revisors nach gründlicher Prüfung, dass keine Spuren hinterlassen wurden, unter Absicherung durch die Sicherungskräfte gegen 12.40 Uhr wieder konspirativ verlassen und die Korridortür ordnungsgemäß verschlossen. Die Einsatz- und Sicherungskräfte verließen gegen 12.45 Uhr das Haus. Es wurde eingeschätzt, dass das Betreten und Verlassen der Wohnung des Revisors konspirativ und ohne Vorkommnisse verlief und die gestellten Aufgaben und Zielstellungen erreicht wurden. Mit der konspirativen Durchsuchung der Wohnräume des Revisors wurde eine wesentliche Etappe der operativen Bearbeitung, in der aussagekräftige inoffizielle Beweise erarbeitet werden konnten, abgeschlossen. Die umgehend vom Leiter der Hauptabteilung vorgeschlagene Festnahme des Revisors wurde vom Genossen Minister bestätigt. Der Vorschlag wurde unter anderem wie folgt begründet. Ist dringend verdächtig, eine Straftat gemäß § 219 Absatz 2 Ziffer 2 Strafgesetzbuch begangen zu haben, indem er Schriften und Manuskripte, die geeignet sind, den Interessen der DDR zu schaden, unter Umgehung der dafür geltenden Rechtsvorschriften dem in der DDR akkreditierten ständigen Korrespondenten des Stern, Pragerl Peter, zum Zwecke der Weiterleitung in die BRD zu übergeben beabsichtigt. Im Vorschlag heißt es weiter, traf mit dem Korrespondenten die Vereinbarung, am 7.01.1984 im Büro des Korrespondenten zusammenzutreffen und einen Teil der Schriften mit feindlichem Inhalt zu übergeben. In Abstimmung mit dem Leiter der Hauptabteilung 9 werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen. Konspirative Festnahme des am 7.01.1984 auf dem Wege zum Treff mit dem Korrespondenten Pragerl und gleichzeitige Unterbindung der Übergabe des Materials. Im Anschluss an die Festnahme offizielle Wohnungsdurchsuchung zur Sicherung von Beweisen. Vernehmung durch die Hauptabteilung 9 mit dem Ziel der Einleitung und Durchführung eines Ermittlungsverfahrens wegen Straftaten nach § 219 Absatz 2 Ziffer 2, § 106 Absatz 1 Ziffer 2 des Strafgesetzbuchs. Am Morgen des 7.01.1984, dem Tag der Festnahme, wurde mit der Beobachtung am Wohnhaus des Revisors um 5.48 Uhr begonnen. Um 6.07 Uhr war durch das rechte Fenster der Wohnung Licht zu sehen. Um 8.33 Uhr wurde die Beleuchtung ausgeschaltet. Um 8.38 Uhr verließ Revisor das Wohnhaus. Er ging die Wotanstraße entlang in Richtung Pfanningerstraße, am Freierplatz vorbei durch die Siegfriedstraße bis zum U-Bahnhof Lichtenberg. Die bei der konspirativen Wohnungsdurchsuchung im Schlafzimmerschrank festgestellte braune Aktentasche hatte er bei sich. Nachdem sich Revisor durch die Beobachtungskräfte unter Kontrolle befand, wurde nochmals eine kurze konspirative Wohnungsdurchsuchung vorgenommen, um festzustellen, ob und welches Material er möglicherweise mitgenommen hatte. Folgende Materialien waren nicht mehr aufzufinden: Zettel mit den Notizen zum Termin des Treffs mit Pragerl, eine Klemmmappe mit Gedichten allerlei Gereimtes, Teil 4, Schriftverkehr mit dem obersten Gericht der DDR, Fachbücher, deren Mitautor bzw. Mitherausgeber er war. Die anschließende Festnahme bestätigte die Vermutung, dass er diese Unterlagen in der Aktentasche mit sich führte. Um 9.08 Uhr verließ Revisor die U-Bahn-Station Stadtmitte, ging durch die Mohren- und Charlottenstraße zielstrebig auf das Büro des Sternkorrespondenten in der Leipziger Straße 65 zu, welches er um 9.15 Uhr erreichte.
Revisor stimmte bereitwillig zu und wurde auf dem Weg dorthin in der Charlottenstraße um 9.19 Uhr konspirativ festgenommen. Der Versuch der Begehung einer Straftat gemäß § 219 Absatz 2 Ziffer 2 des Strafgesetzbuchs lag vor und gegen Revisor wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Durch das umsichtige und schnelle Reagieren aller am Vorgang beteiligten Mitarbeiter konnten die Materialübergabe an den Feind verhindert und somit die Interessen der DDR vor Schaden bewahrt werden.